Heute befinden wir uns auf meinem Balkon, denn es geht um die Balkonsicherung, wie wichtig das ist und wie es richtig geht. Für Wohnungskatzen ist der Balkon natürlich ein Highlight. Der Balkon für die Katze soll ein Abenteuer für die Sinne sein, jedoch ungefährlich. Katzen sind neugierig und turnen gerne auf dem Balkongelände herum. Und ja, sie können sich durchaus bei einem Sturz vom Balkon verletzen. Deswegen ist eine Balkonsicherung für verantwortungsbewusste Katzenhalter ein Muss. Argumente wie, meine Katze ist vorsichtig, meine Katze würde niemals, der Balkon ist doch nicht hoch oder der Balkon ist zu hoch, zählen nicht. So sehr du deine Katze meinst zu kennen und ihr vertrauen magst, die Katze ist ein Raubtier mit Jagdinstinkt und dieser lässt Katzen unvorsichtig werden. Da muss nur ein Vögelchen interessant sein, am Balkon vorbeifliegen und schwupps ist sie weg, die Mietz. Und so schnell kannst du gar nicht reagieren. Ich kann da übrigens auch ein Liedchen von singen. Mein Kater ist trotz wohl damals noch nicht so guter Balkonsicherung vor 2 Jahren den Balkon runtergesegelt. Ich rate daher dringend dazu, den Balkon absolut absturzsicher zu machen und die Katze keinesfalls und schon gar nicht unbeaufsichtigt auf einem nicht vernetzten Balkon zu lassen. Man sieht im Hintergrund meinen Marco. Wie machst du also deinen Balkon katzentauglich und was brauchst du dazu? Ein Sicherheitsnetz in grün, schwarz oder transparent. Ich habe ein transparentes, das macht sich bei meinem Hintergrund am besten, man sieht es im Hintergrund. Kann aber jeder selbst auswählen, welche Farbe er möchte. Die Maschen sollten am besten 2x2 cm sein, besonders wenn die Katzen noch klein oder sehr schlank sind. Sonst verfängt sich ein Kittenkopf ratzfatz im Netz. Gängig ist aber eine Größe von 3x3 oder 4x4 cm. Netze gibt es bei entsprechenden Shops im Internet, auf den bekannten Verkaufsplattformen oder auch im Tierfachhandel. Meins ist von Trixie. Das alte hat 7 oder 8 Jahre gehalten, dann wurde es spröde und ich habe es ausgetauscht. Weiterhin brauchst du vielleicht noch eine Balkonverkleidung. Hierzu eignen sich Schilf- oder PVC-Matten in verschiedenen Farben. Ich hatte jahrelang eine Schilfmatte und bin jetzt auf PVC umgestiegen, vielleicht sieht man's. Eventuell brauchst du Teleskopstangen oder dünne Rohre, die du als Abschluss zur Wand anbringst. Vielleicht sieht man es im Hintergrund, ich habe mich da mit Ästen beholfen. Eventuell brauchst du, ganz sicher sogar, brauchst du jede Menge Kabelbinder, wirklich massenweise. Ein Cuttermesser und eine Schere sowie eine Leiter und bloß aufpassen beim Rumturnen. Am besten du machst das zu zweit und die Katzen müssen in der Zwischenzeit natürlich drin bleiben. Zuerst habe ich mit der Schilf- bzw. PVC-Matte begonnen und diese in klitzekleinen Abständen mit Kabelbindern am Geländer des Balkons befestigt, sodass auch wirklich kein Katzenpfötchen dazwischen passt, wenn die dann mal da rumturnen. Danach habe ich das Netz gut gespannt und ebenfalls in extrem kurzen Abständen mit Kabelbindern am Balkongeländer befestigt. Das Ergebnis sollte absolut lückenlos sein. Es darf nirgends auch nur ansatzweise der Kopf einer Katze durchpassen. Unbedingt alles auf Sicherheit checken. Ich habe 3,5 Stunden allein für alles gebraucht. Mein handwerkliches Geschick hält sich gelinde ausgedrückt absolut in Grenzen. Nichtsdestotrotz hatte ich Spaß und das Ergebnis kann sich doch einigermaßen sehen lassen. Man macht es ja für die Lieblinge. Bevor du startest, ist das hier noch wichtig. Es ist absolut darauf zu achten, dass der Vermieter sein Okay gibt, sonst darf man das Ganze ruckzuck wieder entfernen. Bevor du schweres Geschütz wie Bohrmaschinen auffährst, brauchst du ebenfalls eine schriftliche Genehmigung des Vermieters oder Eigentümers, wenn du eben zur Miete wohnst. Besser ist aber alles ohne Bohren zu machen. Das geht mit oben genannten Teleskopstangen, mit Schraubklemmen und Kabelbindern wunderbar. Ich habe ungefähr 200 Stück verarbeitet. Das ist meistens erlaubt und wenn das Netz unauffällig ist, führt es auch meist keinen. Dennoch auch hier eine Genehmigung des Vermieters einholen. Wenn wir dann fertig sind mit der Montage, ein paar Aussichtsplätze und ungiftige Pflanzen, hier und da ein ungefährliches Accessoire und voilà, das Mietze-Katzen-Freiluftparadies ist fertig. Ich habe zum Beispiel eine Blumentreppe, die hinter mir steht, für die Miezen draußen und ein paar Stühle. Eine Wasserschale im Sommer ist gut, es ist darauf zu achten, dass Katzen auf dem Balkon immer einen schattigen Platz brauchen, egal wo sich die Sonne befindet. Unterschlupf ist wichtig, denn auch bei Regen sollte die Katze die frische Luft genießen dürfen, und zwar ohne nass werden zu müssen. Die Katze muss außerdem immer freien Zugang zur Wohnung haben, sie darf nicht auf dem Balkon ausgesperrt werden. Es empfehlen sich prüfende Blicke, wenn Katze sich die ersten Male auf dem Balkon befindet, um eventuelle Schlupflöcher auszumachen und eben zu stopfen. Gekauft habe ich mein Zubehör bei bekannten Online-Shopping-Plattformen und im Baumarkt. Anlaufstellen für Infos und Zubehör sowie Befestigungsbeispiele www.balkonnetze.de oder www.pet-security.de. Viel Spaß beim Werkeln!